Impfpflicht und Bußgeld vermeiden durch Patientenverfügung. Das ist jetzt mal so ein Vorentwurf einer Patientenverfügung. Also Patientenverfügung, vielleicht mache ich das nochmal so, dann ist es ein bisschen schöner. Patientenverfügung. Ich bestehe auf meinem Menschenrecht als naturwissenschaftlicher linker Denker. Da können Sie ja einfüllen, was Sie wollen. Also ich bestehe auf meinem Menschenrecht als naturwissenschaftlicher linker Denker, der Überzeugung, Meinung, Weltanschauung des Glaubens sein zu dürfen, dass die oft sogar als Pharmamafia beschimpfte kapitalistische Großindustrie der Gesundheitsindustrie weit mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Ich bestehe also quasi auf meinem Menschenrecht, das Glaubens sein zu dürfen, dass diese Industrie sogar zu einer der größten Gefahren, die für die Gesundheit der Menschen gehört. Ich verbiete der Gesundheitsindustrie und Pharma- und Impfmafia bei schärfster Androhung einer Strafanzeige bei Zuwiderhandlung, hiermit unwiderrufbar bzw. unwiderruflich, also auf Lebenszeit. Ich verbiete, um das nochmal zu sagen, durch keinen Gesinnungswandel meinerseits jemals widerrufbar, dem gesamten Gesundheitswesen mich jemals wegen oder bei Corona einer Behandlung zu unterziehen. Weil ich auf meinem Menschenrecht bestehe, jegliche Behandlung wegen oder bei Corona für eine der größten Gefahren für meine Gesundheit halten zu dürfen. Habe ich das Recht auf eine freie Meinung oder sind wir schon Diktatur? Das ist so die Schlüsselfrage. Somit stelle ich aufgrund dieses unabänderlichen Behandlungsverbotes meinerseits gegenüber dem Gesundheitswesen keinerlei Gefahr einer Überlastung des Gesundheitswesens dar. Eben wegen meines Verbotes jeglicher Behandlung wegen oder bei Corona ist gleich Körperverletzung meines Körpers. Wir müssen uns also nochmal klar sein, Behandlung ist juristisch erstmal nur eine Körperverletzung unter dem Vorwande einer Heilungsabsicht. Aber das kann man glauben oder eben nicht glauben. Und der Glauben, wir sollten Glaubensfreiheit haben. Und ich habe als naturwissenschaftlicher Denker den ganz tiefen Glauben, dass es sich um Körperverletzung handelt und dass in den meisten Fällen nicht mehr als Körperverletzung geschieht und bleibt, weil die Heilung oder die Gesundheitsförderung ausbleibt, denn das kann das Gesundheitswesen nicht, weil es seit 170.000 Jahren vom Krankmachen von Menschen lebt und deswegen alle vorteilbringenden Irrtümer im Kopf hat und glaubt, die sozusagen dazu führen, dass sich der Arzt empfindet als Halbgott in Weiß und dass er Tolles, Gutes täte. Aber die vorteilbringenden Irrtümer führen zu einem faktischen Handeln, das faktisch Menschen zu Dauerkunden macht. Punkt. Und diesen Glauben darf ich haben in einer Demokratie, wenn wir eine Demokratie wären, dürfte ich das haben. Na gut. Ja, und dann nochmal, bei Androhung von Strafanzeigen wegen unerlaubter Straftat der Körperverletzung, also quasi, Sie müssen quasi dem Gesundheitswesen Strafanzeigen direkt androhen, wenn die Sie auch nur wagen anzufassen bei oder wegen Corona, ne? Hiermit erübrigt sich jegliche Impfpflicht für mich. Wer der sogenannten und oft so beschimpften Pharma- und Impfmafia vertraut, darf sich gerne von ihr tausendfach behandeln lassen, in Anführungszeichen, und ist ja dann super geschützt, in Anführungszeichen, vor allen Viren, die mich angreifen, und bedarf keines weiteren Schutzes durch eine faschistische rechte Gesundheitsdiktatur.
sollte die Gesundheitsdiktatur den Wahn entwickeln, dass nicht desinfizierte Menschen generell nicht mehr gewünscht sind, bin ich gerne bereit, mit anderen Ungeimpften in einem Reservat aller Ungeimpften zu leben, bis die Gesundheitsdiktatur der Pharma- und Impfmafia ein Ende gefunden hat. Unterschrift. Ja, so viel zu diesem Thema. Tschüssi.